Hallo liebe Kinder, hier ist wieder eure Frau Kopf. Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe, viele Filme zu machen. Aber ab und zu mache ich eben doch eins für euch. Ich hoffe, es geht euch noch gut und ihr seid gesund und habt jetzt ein bisschen Spaß und Ablenkung mit der kleinen Sendung mit Frau Kopf. Am Anfang möchte ich euch was Lustiges zeigen. Ich habe das bei mir in der Apotheke gesehen und habe nachgefragt und für meine Lehrer so Schutzmasken besorgt. Achtung! So sieht es aus. Ist das nicht toll? Das ist so ein Rahmen, das macht jemand mit einem 3D-Drucker und dann macht man ja einfach eine Overhead-Folie drauf. Und das Tolle ist, dass man geschützt ist von außen und von innen geht auch nichts raus. Und da habe ich 30 Stück für meine Lehrkräfte und wir rennen hier alle rum wie Playmobil-Männchen. Es ist wirklich lustig. So, und jetzt geht's aber los. Wusstet ihr eigentlich, dass Schimpansen unheimlich schlau sind? Die benutzen nicht nur Werkzeug, um an Essen zu kommen, wie ein Stöckchen oder sowas, das ist ein Zeichen von Intelligenz, sondern die sind noch viel schlauer. Man hat beobachtet, dass Schimpansenbabys, wenn die was wollen, dann quengeln oder weinen, nur wenn das Oberhaupt der Gruppe in der Nähe ist. Ist es nicht in der Nähe, quengeln die nicht rum. Also die machen das auf eine Art mit Absicht. Die kriegen genau mit, was muss ich machen, um etwas zu erreichen. Und irgendwie erinnert mich das ein bisschen an was. Wisst ihr, was ich meine? Heute ist der 4. Mai. Das ist wieder ein besonderer Tag. Und zwar ist das der internationale Tag der Feuerwehrleute. Ich fand das eigentlich auch mal ganz wichtig, denn die Feuerwehrleute, die setzen ja auch ihr Leben oder zumindest ihre Gesundheit aufs Spiel, um andere Menschen zu retten, wenn ein Unglück passiert ist und es brennt. Und ich habe nachgelesen, wieso ist das ausgerechnet der 4. Mai? Da gibt es einen Grund. Und zwar ist der 4. Mai auch der Namenstag vom heiligen Florian. Und der heilige Florian, das ist der Schutzpatron der Feuerwehrleute. Und deswegen denken wir am 4. Mai an unsere tapferen Feuerwehrleute. Aus der Geschichte. Am 4. Mai 1555, schon sehr lange her, erschien ein Buch von einem Mann, der hieß Nostradamus. Wenn ihr eure Eltern mal fragt, die kennen den bestimmt. Das war ein Mann, der hat Prophezeiungen geschrieben. Der hat kleine Verse verfasst und in diesem Buch von 1555 sind 353 Verse enthalten, die die Zukunft voraussagen. Also er hat Dinge aufgeschrieben, die sagen, was passieren wird. Es gibt heutzutage immer noch Menschen, die glauben, ja, das stimmt, er hat es prophezeit. Manche sagen, ach, was für ein Quatsch. Wenn man es liest, man könnte meinen, dass der recht hatte und in die Zukunft gucken könnte. Also das wird sehr unterschiedlich bewertet. Aber der Name Nostradamus ist doch recht berühmt für Prophezeiungen und Vorhersagen. Und ich fand es erstaunlich, dass der schon im Jahr 1555 dieses Buch herausgebracht hat, und zwar am 4. Mai. Ich habe euch heute wieder einen populären Irrtum mitgebracht und der geht so. Manche Leute glauben, dass das Eichhörnchen oder das Wort Eichhörnchen etwas mit dem Baum Eiche oder mit den Eichen zu tun hat. Das stimmt aber nicht. Das Eichhörnchen heißt nicht so wegen der Eicheln oder der Eiche, sondern im Althochdeutschen bedeutete Eich Eigen und das bedeutet sich heftig bewegen oder schwänzeln. Und das hat also nichts mit dem Baum Eiche zu tun, sondern kommt aus dem Althochdeutschen. Kommen wir zur Scherzfrage. Welchen Spiegel kann man nicht putzen? Kurz überlegen. Den Meeresspiegel, den Wörtern auf der Spur. Ich habe euch heute wieder einen neuen Ausdruck mitgebracht und zwar heißt er etwas ad acta legen. Das kommt aus der lateinischen Amtssprache und bedeutet zu den Akten legen, also als erledigt weglegen und in die Akten sortieren. Damit muss ich mich nicht mehr befassen. Ich lege es ad acta, zu den Akten.
habe ich mir überlegt, ihr könnt ja mal, wenn ihr eure Hausaufgaben fertig habt, sagt ihr mal zu euren Eltern, so, Mama, Papa, ich habe die Hausaufgaben fertig, ich lege sie jetzt ad acta. Was meint ihr, wie die gucken? Probiert's mal aus. Kommen wir zur Auflösung des alten Rätsels. Das war natürlich der Schwamm. Und das neue Rätsel geht so. Ich klebe immer in einer Ecke und ich habe Zähne. Ich wandere durchs ganze Land und schicke herzliche Grüße. Wer bin ich? Die Auflösung gibt's wie immer beim nächsten Mal. So, meine Lieben, das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und sobald ich kann, werde ich wieder einen Film machen für euch. Wir vermissen euch nach wie vor und wir hoffen, ihr seid gesund. Dieser Zustand, je länger er andauert, umso unerträglicher wird er irgendwie. Merkt ihr das auch? Die Leute werden nervös und wollen endlich, dass sich was ändert. Und ich bitte euch, bleibt tapfer, haltet durch. Wenn ich es richtig gehört habe, dann werden am Mittwoch wird vielleicht eine Entscheidung getroffen, zumindest über die Viertklässler. Wir werden sehen. Und ich werde auf jeden Fall über die Schulhomepage die Nachricht dann also verkünden, draufschreiben, was passiert, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass wir zumindest eine Information bekommen, wann es weitergeht. Und solange wünsche ich euch alles Liebe. Sagt auch euren Eltern liebe Grüße von mir. Und ich freue mich einfach, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut. Ganz liebe Grüße von eurer Frau Kopf. Tschüss.